hier in der Aachener Sörs. Wir überspringen die Franzosen, die damit aus dem Geschehen jetzt hier schon einmal ausscheiden. Wir kommen zu den US-Amerikanern und da haben gerade eben die beiden letzten Starter, nämlich Laura Crowd und eben McLean Ward, ja, so ein bisschen für den Umbruch gesorgt und 8 und 0 haben die US Boys and Girls bisher. Mal schauen, wie wird die Runde jetzt von Ceremony und Laura Crowd. Die großen Schwierigkeiten dieser ersten, ja, ich sag mal zwei Drittel, wieder zum einen unglaublich präzise geritten, auf den Punkt geritten, ist gerade eben in dieser zweiten Runde ist mit Ceremony wirklich tja, leicht gemacht, möchte man es fast sagen, um hier nochmal null zu bleiben. Und Laura Crowd und Ceremony 84-05, auch das Seitliche, das passt. Und damit noch einmal die Null. Und damit bleibt es bei diesen 8 Punkten bisher. Und tja, damit haben sie auf jeden Fall jetzt schon einmal die Italiener eingeholt. Das dritte Paar für die Niederlande, 4 Punkte in der ersten. Die anderen liegen aber nach wie vor noch vor ihnen. Jetzt